Hallo, es ist wieder Zeit für eine neue Folge unseres Videoblogs. Und wie einige Zuschauer schon zu Recht angemerkt haben, haben wir immer noch nicht verraten, was eigentlich unser Produkt so ganz genau ist. Warum das so ist und dass das Ganze einen guten Grund hat, erklärt euch heute jemand, der das wissen muss, nämlich mein Kollege Robert Malaika. Lassen wir ihn doch einfach mal zu Wort kommen. Meine Aufgaben sind eigentlich, dass wir versuchen, das, was wir an Wissen, an Know-how generieren, vernünftig so umsetzen in Patente oder andere Schutzrechte, dass wir als Covestro davon den bestmöglichen Nutzen haben werden. Also Robert war von Anfang an sehr stark involviert. Er kennt die Idee fast seit der Geburtsstunde und hat sehr früh mit seiner eigenen Perspektive drauf geschaut und hat sich sehr früh Gedanken gemacht, wie müsste die Idee denn noch weiter verfeinert werden, um möglichst großes Potenzial für geistiges Eigentum zu entwickeln. Warum müssen wir so geheimnisvoll hier sein? Wir haben im Februar diesen Jahres mehrere Anmeldungen eingereicht am Patentamt und diese Anmeldungen werden erst nach 18 Monaten veröffentlicht. Und innerhalb dieser 18 Monate sind wir in der Lage, noch andere Anmeldungen zu diesem Thema einzureichen, ohne dass wir erfinderisch gegenüber unseren ursprünglichen Anmeldungen sein müssten. Und in dem Fall war es so, dass wir in einem sehr frühen Stadium bereits die Idee mal diskutiert haben. Wir haben dann uns überlegt, gibt es so etwas schon? Das ist immer die erste Frage. Das heißt, wir haben eine Patentrecherche gemacht. Wir haben dann aufgrund dieser Patentrecherche uns überlegt, was sind die Dinge, die wir eigentlich am Stand der Technik noch verbessern können, was auch absolut wichtig ist für einen Kunden, um seinen Vorteil zu realisieren. Und dann haben wir eigentlich sehr gut mit der Patentabteilung auch noch zusammengearbeitet. Das heißt, wir hatten unseren Patentanwalt, den Rüdiger Lotze, noch dabei, der dann aufgrund dieser Informationen, das heißt unserem Stand der Technik, den wir hatten, unseren genauen Beschreibungen und Zeichnungen, die wir hatten von der Idee, eine Patentanmeldung gemacht, die in München dann im Patentamt eingereicht. Und das ist quasi dann der Weg der Dinge. Ja, es ist ärgerlich, dass man das Produkt noch nicht zeigen kann. Es hat einen guten Grund natürlich, warum wir das tun. Ich würde es natürlich sehr gerne zeigen. Also ich freue mich sehr auf den Moment, wenn ich rausgehen kann, wenn ich das Leuten zeigen kann. Vor allen Dingen den Endanwendern hinterher, die in der Autowerkstatt damit arbeiten werden. Da möchte ich sofort natürlich wissen, was denken die davon. Wir haben bei Kassia intern auch Lackierer, die genauso arbeiten, wie es draußen gemacht wird, wie man das in der Werkstatt kennt. Und deren Feedback habe ich natürlich schon. Aber es ist schon spannend, was draußen passieren wird, ja. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wann gehen wir öffentlich mit dem Produkt? Und aus patentrechtlicher Sicht könnten wir das rein theoretisch sofort machen. Aber wir haben noch einige Ideen in der Pipeline, die wir natürlich auch gerne noch in Patenten oder in anderen Designs verarbeiten würden und diese anmelden würden vorher. Und deswegen sind wir jetzt einfach noch ein bisschen zögerlich und sagen, lasst uns noch abwarten, die Hausaufgaben werden wir tun. Und dann, wenn wir entschieden haben, dass tatsächlich wir soweit sind, werden wir es auch veröffentlichen.